Die Universität Gießen prüft die Doktorarbeit von Kanzleramtschef Helge Braun. Laut der Gießener Allgemeinen hat die Universität Ende Januar einen Hinweis bekommen. Braun habe demnach bei seiner Dissertation gegen bestimmte Regularien verstoßen. Der Kanzleramtschef hatte 2007 zum Doktor der Medizin promoviert. Er selbst teilte mit, dass er von dem wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit überzeugt sei. Trotzdem habe auch er die Uni Gießen gebeten, die Arbeit noch einmal zu überprüfen.